Tatsächlich hatte ich heute zum ersten Mal in meinem Leben eine To-Do-Liste und ich habe trotzdem Sachen wie Schlafen und Herumalbern draufgeschrieben. Das ist auch wahr. Wow, und es gab keine Katastrophen? Du meinst, Katastrophe? Okay. Es ist nicht alles okay. Mehr als okay. Weißt du was? Du hast vollkommen recht. Ich brauche wirklich eine Pause. Eine, bei der ich nicht auf dem Bauhof in Panik gerate. Eigentlich... Mitchell! Was hast das zu bedeuten? Oh oh. Das ist kein Street-Style-Foto. Es wurde auf meinem Balkon aufgenommen. Oh nein, sie hat das Foto gesehen. Willst du mich etwa ersetzen? Was? Nein, Taffy. Ich bin mit dem Kätzchen hier befreundet. Das Kätzchen wollte mir helfen, wenn ich alleine überfordert war. Überfordert? Davon hast du nie was gesagt. Es gab immer so viel zu tun. Ich hatte nicht mal Zeit, um zu merken, wie überfordert ich bin. Bis das Kätzchen mich gefragt hat, wie es mir geht. Also wenn du unbedingt etwas Zeit für dich haben willst, kannst du mir auch einen Kaffee holen gehen. Ich hatte an eine längere Pause gedacht, in der ich keine Besorgung machen muss. Das sollte machbar sein. Und wenn das Kätzchen so hilfsbereit ist, kann es ja während deiner Pause für dich einspringen. Wie bitte? Du bekommst deine Pause und ich einen Assistenz. Eine Win-Win-Situation. Beetle? Beetle, bist noch da? Kannst du das Kätzchen beten? Ach, bitten? Beten? Kannst du das Kätzchen bitten, mir einen Cappuccino mit extra Sahne zu bringen? Das reicht! Oh oh. Mir reicht's! Aber... Nein! Du hörst mir jetzt mal zu, Taffeta Skittle Smith. Dieses Verhalten ist völlig inakzeptabel. Ich fand es immer toll, mit dir abzuhängen und cooles Styles auszuprobieren, aber es macht mir keinen Spaß mehr. Ich brauche eine Pause, in der ich darüber nachdenke, was mich glücklich macht. Aber es geht nicht, wenn du statt mir das Kätzchen herumkommandierst. So habe ich das noch nie betrachtet. Also gibst du mir jetzt eine komplette Woche Urlaub. Eine komplette Woche? Eine komplette Woche, ab sofort. Und dann ziehen wir hier neue Seiten auf. Du willst Veränderung? Ja, Veränderung, okay? Okay. Na gut, aber ja. Bevor du dich in deine Urlaubswoche verabschiedest, mein Cappuccino, kannst du vergessen. Geht's dir gut, bitte? Oh mein Gott, was für ein Trubel. Hast du mich gehört? Ja. Tausend Dank für deine Hilfe, Kätzchen. Das bedeutet mir sehr viel. Kein Problem, Beetle. Weißt du schon, womit du deine freie Woche verbringst? Schlaf und herumalbern klingt ziemlich cool. Aber davor werde ich in einem Café gehen. Das ganze Gerede über Cappuccinos hat mich durstig gemacht. Klingt perfekt. Mach's gut, Kätzchen. Und danke nochmal. Oh. Ah, kann ich nicht hochheben. Okay. Wow. Das war crazy. Wieg, wieg. Sollen wir jetzt direkt einmal hoch? Oh, da liegt ein Blinky, das gibt's doch nicht. Hau um die Dinger. Aber einfach so zerschmettert. Hat sie auch noch runter? Was ist das denn jetzt hier für ein Weg? Das ist eher ein alternativer Weg hier hoch. Das wird ja keinen Sinn machen, ne? Egal, gib mir mal die Ende. Und dann schauen wir mal kurz, ob sie hinten noch weiter gängen. Aber ich glaube, das war's. Genau. Ja, dann bringen wir die Ente kurz mal eben weg. Habe ich noch in München? Ja. Dann nimm mal eben das Blinky mit. Und dann wollen wir mal eben... Ah, hier ist er direkt, der Teich. Den haben wir, oder? Boah, das war aber knapp. Wir machen doch gute Fortschritte. Ja, aber wieder kein Dingens, aber... Wo steht es? Gib Gummi. 3 von 4. Gut, mich irritiert es ein bisschen, dass keine Meldung kommt. Aber hat funktioniert. Na, ob das was wird jetzt mit dem Sprung? Ja, sollte aber klappen, oder? Wäre jetzt schon ein bisschen ärgerlich, wenn es nicht klappt. Jetzt wird es aber spannend nochmal. Haben wir aber hingekriegt. Ah! Was hat denn? Nee, lass mal bitte los. Perfekt. Und von hier aus. Einmal springen.
und durchquetschen. Das ist ein Reiskocher, ne? War das der richtige Weg hier? Ja, ne? Ah, guck mal. Das ist aber ein großer Gecko. Sind wir jetzt hier runter? Ja. Und die Sachen noch umhauen. Bis das Achievement irgendwann mal aufploppt, dann brauchen wir das nicht mehr absichtlich machen. Okay, das kriegen wir auch hin. Eigentlich müssten wir überall klettermäßig hinkommen, weil wir, meine ich ja, alle Fische, die wir essen konnten, gefuttert haben. Ist aber auch ein hoher Fall gewesen, ne? Wir wohnen so weit oben. Aua. Hier haben wir noch was zum Zerdeppern. Ich glaube, viel fehlt uns nicht mehr, ne? Ja, mal gucken. Riesenknaller. Ja, über die Hälfte haben wir schon. Ja, 100 ist halt auch eine Menge, ne? 100 Stück. Hinten ist ein Blinky, noch eine. Oh. Aha. Hier sind noch mehrere. Ui, hier ganz schön viele. Ja, wir haben auch ordentlich wieder. Wir können ganz viele Mützen, die wir noch freischalten können, freischalten. Haben wir da unten. Alternativweg. Ich sehe da jetzt nichts zum Einsammeln. Gehen wir erstmal weiter. Vielleicht, wenn wir da runter. Ah, okay. Ey, das sind die vier Entchen. Was machen die denn hier oben? Ich finde das schön, dass wir nochmal alle Charaktere, mit denen wir so ein bisschen zu tun hatten, dass die irgendwie jetzt so sich nochmal melden. So kurz bevor wir oben bei uns zu Hause ankommen. Das sind die vier Entchen. Hi! Wie bist du hierher gekommen? Sowas fragt man nicht. Das ist unverschämt. Irgendwie ist hier die Anzeige verpackt. Ja, aber Papa ist erwachsen. Kätzchen, bist du schon erwachsen? Ich fühle mich nicht erwachsen. Ich glaube, ich liege irgendwo dazwischen. Ich bin etwas erwachsener als ihr, aber weniger erwachsen als euer Papa. Du verbringst gerne Zeit mit irgendwas? Warum sollte das Kätzchen keine Zeit mit uns verbringen wollen? Weil wir zu klein sind? Wir sind nicht zu klein. Und wir sind zu viert. Wie meinst du das? Vier kleine Dinge ergeben ein großes. Naja, auf jeden Fall sind wir sehr lustig. Stimmt's, Kätzchen? Ja, das stimmt. Ihr müsst euch überhaupt keine Sorgen machen. Ihr seid sehr putzig. Willst du mit uns schwimmen? Schwimmen im Wasser? Ich meine, nein, danke. Außerdem muss ich nach Hause. Okay, vielleicht ein andermal. Mach's gut, Kätzchen. Das Kätzchen geht wieder. Tschüss, Kätzchen. Auf Wiedersehen, Entchen. Viel Spaß beim Schwimmen. Die kleinen putzigen Entchen. Aber hier noch ein bisschen Dinger kaputt. Passt auf, Entchen. Boah, das ist aber auch wieder weit. Wo genau versuchen wir gerade hinzuklettern? Ist das hier unser Haus? Nee, ne? Hallo? Ja, wahrscheinlich müssen wir hier rum. Ja. Boah, die Vase ist fliegen gegangen. Boah, ist das hoch, das Gebäude. Bin vorsichtig. Aufgepasst da unten. Liegende Vasen. Warum ist hier unten auch nochmal ein Weg? Geht's da echt nochmal lang? Sag ich mal. Theoretisch ja.
Aber da geht es ja nur nach unten, da müsste ich mich ja fallen lassen. Ne. Ui, aufgepasst unten. Ey, das ist ja wieder Dingens. Was macht Beetle denn schon wieder hier? Oh, hallo Kätzchen, was machst du denn hier? Ich bin auf dem Heimweg, ich wohne etwas weiter oben. Wie geht es dir? Mir geht es schon besser, aber es dauert noch etwas, bis ich wieder ganz ich selbst bin. Ich wollte meine freie Zeit nutzen, um mich mit einer Freundin zum Mittagessen zu treffen. Sieht nach Spaß aus. Oh, wo sind meine Manieren? Das ist Poppy. Schön, dich kennenzulernen, Poppy. Sie sagt, sie sei auch freut. Genießt euer Mittagessen, Ladies. Ich muss weiterklettern. Na klar, viel Glück, Kätzchen. Bis bald. Na gut. Da haben wir den ja schnell wiedergesehen. Ich würde mich wegschmeißen, wenn jetzt gleich die große Kartoffel hier irgendwo auftaucht. Da frage ich mich echt, wie ist die hingekommen? Beim Tanuki? Okay, die hat ja da wissenschaftliche Möglichkeiten. Irgendwelche Gadgets vielleicht, wie die nach oben kommt. Ach, da ist der Daddy. Daddy-Entchen. Ist hier oben irgendwas? Warum kann ich hier hoch? Ah. Ach, hier geht's weiter. Hm. Ja, aber ich gehe mal eben den Fahrer bequatschen. Was ist denn hier unten? Ah, so viele Wege gerade. Okay, hier nicht mehr. Alle, hopp. Na, komm. Einmal richtig mit Schmackes. Komm schon. Yes. Oh. So, einen Moment mal eben was trinken. Ah, so. Hallo nochmal. Schön, dich hier oben zu sehen. Ich bin dir auch sehr dankbar für die Hilfe vorhin. Du hast den Tag gerettet. Ich bin froh, dass ich helfen konnte. Das ist jetzt aber... Das ist nicht Daddy-Ente, ne? Das ist Mutti-Ente, oder? Wunderbar, wunderbar. Ja. Du hast nicht zufällig vor kurzem meine Kinder gesehen? Ist jetzt kein Notfall oder so? Ich würde meine Entchen sicher nicht zweimal am Tag verlieren. Haha. Nicht noch einmal jedenfalls. Okay, dann ist das doch der Vater? Keine Sorge, ihnen geht's gut. Sie haben auf dem Balkon einen Swimmingpool gefunden. Oh, zum Glück. Ich begebe mich gleich zu ihnen. Das perfekte Badewetter. So entspannt. Möchtest du mitkommen? Auf gar keinen Fall. Es gibt nichts, was ich weniger entspannt finde als Wasser. Aber danke für die Einladung. Gern geschehen. Gute Reise, Kätzchen. Dankeschön. Dankeschön. Was wäre denn jetzt eigentlich... Warte mal, wir haben ja soweit alles ja gemacht. Ne, alles Mögliche. Da, hier weiß ich jetzt nicht, ob wir da hingehen wollen. Oder, nee, nach oben, ne? Nein, ich habe wieder beim Laufen, habe ich wieder gedrückt. Nein, warum tue ich das? Was ist denn eigentlich jetzt... Was wäre denn gewesen, wenn wir die gar nicht hätten angesprochen? Wenn wir die gar nicht kennengelernt hätten, so richtig. Was hätten die dann alles so gesagt? Hä? Soll ich da nicht lang? Mal. Ja, ja, super. Jetzt sehe ich jetzt gerade. Da ist noch was Interessantes auf der Seite. Guck mal von oben rein, ne? Mhm. Ah, Mist. Muss ich doch wieder hier hoch. Was jetzt passiert wäre, wenn wir gar nicht die Entchen alle gefunden hätten? Ja, ich glaube, dann wären die nicht da. Kann zwar auch beim Rennen springen, aber irgendwie, wenn ich es versuche, funktioniert es nicht richtig. So, und jetzt hier einmal nochmal runterfallen lassen.
Ob das was wird? Ja, aber, ja doch, könnten wir machen. Boah, das ist aber... Das ist aber tricky. Das ist aber wirklich tricky. Nee, da weiß ich jetzt nicht. Weiß jetzt auch nicht, ob wir so viele Blinkies noch brauchen. Ha! Ah, der fliegt weiter. Können wir da noch anders dran? Nee, das ist zu. Dass hier noch ein alternativer Weg ist? Wohin wird der wohl führen? Mich jetzt gerade mal interessieren. Nochmal zu einem Geheimnis. Boah, es ist hoch. Aber wir können von hier oben, können wir den Pavillon sehen, wo die Enten wohnen. Nee, wo die, ja, ich weiß nicht, ob die da wohnen, aber. Da hinten ist das Schlaf, der Schlafplatz. Wo gehen wir gerade weiter? Ich dachte, hier wäre vielleicht eher sowas wie ein Secret. Irgendwas zum Einsammeln oder vielleicht nochmal eine Person zum Sprechen. Egal, dann lassen wir die Blinkies jetzt erstmal da noch stehen erst einmal. Guck mal, wo uns das hinführt. Oh! Oh, wir sind da! Das ist die Spitze. Ah! Oh. Oh Gott, wie sie sich freut. Oh. Wie heißt du, kleines Kätzchen? Warte. Oh, wie süß. Da steht Mumphy, das bin ich. Personalisiertes Halsband. Oh. Hallo. Du hast es geschafft? Ja. Und schau mal, mein Mensch hat mir ein Geschenk gegeben. Was steht da? Das ist mein Name. Moment mal, du hattest die ganze Zeit einen Namen? Oh oh, mein Controller blinkt. Meine Batterien gehen alle. Gefällt mir. Ich heiße Räbert, wollte ich schon. Kräbert von Krähenstein 3. Oh, soll ich dich lieber so nennen anstatt Krähe? Nein, ich bestehe sogar darauf, dass du es unterlässt. Also, trennen sich hier unsere Wege? Was? Natürlich nicht. Du kannst uns alle jederzeit wieder besuchen kommen. Am besten legst du direkt los. Es gibt noch mehr Aufgaben für dich, Blinkies zu finden und tolle Krähenfreunde, denen du sie bringen kannst. Ich verstehe. Ich versehe deine Karte einfach direkt mit Markierungen, damit du es nicht vergisst. Schau sie mir gleich an, Krähe, aber zuerst... Zuerst möchte ich den Fleck, an dem man in der Stadt das beste Nickerchen machen kann, genießen. Alles klar. Bis bald, Krähe. Auf jeden Fall. Und vergiss die Blinkies nicht. Autesheim, Glück allein. Weiterspielen oder zurück zum Hauptmenü. Danke fürs Spielen. Oh. Ja, das ist super, dass du danach jetzt sogar sagen kannst. Ja, komm. Wir spielen jetzt weiter. Oh, guck mal. Oh. Gemütliches Zimmer, aber wie weit oben? Oh. Ah, so ein Katzenbaum. Schön auf dem Laptop gelegt. Ja, und wir haben jetzt ein Halsband bekommen, wahrscheinlich. Auch halt für den Fall, dass wir mal wieder verschwinden. Dass wir dann zurückgebracht werden können. Dass man uns identifizieren kann. Ja, und... Das passt doch eigentlich auch mit dem Halsband. Ja, okay. Ich würde es dann an der Stelle erst einmal... beenden. Boah, die Dinger geflogen. Und jetzt könnte man hier von oben einmal so... Hui. Ja, ich leg mich jetzt hier aufs Plätzchen. Wir können das ja machen. Wo ist es? Sofort, Nickerchen. So. Ja,
Und dann bedanke ich mich. Das war's erstmal für Hello Kitty Big City. Es gibt noch Sachen zu machen. Das ist richtig. Wenn ihr Lust habt, dass wir das nochmal gemeinsam durchgehen. Also wir haben jetzt noch ein paar Erfolge. Wir würden jetzt noch... Also was wir jetzt noch machen würden, wäre... Was mir jetzt so einfällt, ist die letzte Ente suchen. Dann die Blinkies, die wir gesammelt haben, beispielsweise ausgeben für die paar Hüte, die wir noch aus den Automaten bekommen können. Bei den Krähen. Wir können ja mal ganz kurz, bevor wir jetzt weiter Nickerchen machen, mal ganz kurz die Karte öffnen. Mal schauen, wie das jetzt auf der Karte aussieht. Ah, guck mal. Hier sind sogar die Collectibles noch zu sehen. Wir können das ja dann als Bonusparts rausbringen, ne? Dass ich dann nicht hinschreibe Part bla 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 oder so. Oder ich schreibe das mit dahin und dann machen wir das so als kleines Bonuspart. So, nur für die Collectibles, wenn ihr darauf Lust habt, dass wir dann die restlichen Collectibles einsammeln. Weiß jetzt nicht, warum hier Federn markiert sind. Sind das Federn, die ich mal zurückgelassen habe vielleicht? Kann das sein? Oder sind das die Automaten, die markiert sind? Weiß ich jetzt nicht ganz genau. Aber hier... Nee, das sind wahrscheinlich die Automaten. Okay. Und hier sind Federn markiert. Aha. Vielleicht gibt es da noch was einzutauschen mit Federn. Noch was anderes. Also genau das wird mir jetzt noch einfallen, dass wir das machen. Sammle alle Mützen. Sind halt auch nicht mehr viele. Sind noch 6 Stück. Die wir wahrscheinlich durch die Münzen dann eintauschen können. Mache 100 Gegenstände kaputt, haben wir auch fast. Fange 20 Vögel, lass sie wieder frei, haben wir auch fast. Wir müssten noch die Vogelnester suchen, die sind jetzt aktuell aber nicht markiert. Müll aufsammeln, die letzte Ente zum Dingens bringen, ein paar Fotos machen, uns selber fotografieren lassen. Das ist schon etwas schwieriger. Und es gibt hier irgendwie noch Fragezeichen, da weiß ich jetzt leider gar nicht, was das bedeutet. Vielleicht kann man die irgendwie gegen Federn eintauschen, um Geheimnisse zu enthüllen. Wer weiß. Also es gibt noch ein oder zwei Sachen, die wir machen können. Die würden sich aber wahrscheinlich auch ziehen, weil ich da auch nach Sachen suchen muss. Heißt, entweder lasse ich das uncut, aber das wird sich dann ein bisschen in die Länge ziehen, weil ich da halt sehr viel suchen muss dann. Oder ich schneide das dann halt so zusammen, dass wir die Sachen etwas schneller finden. Wenn ihr das möchtet, können wir das machen. Dann machen wir noch ein paar... Machen wir vielleicht noch 3, 4 extra Parts noch zu. Und wie gesagt, wenn ihr da Lust drauf habt, können wir das meinetwegen gerne mal machen. Ansonsten bedanke ich mich fürs dabei gewesen sein. Du. Hello Kitty. Hello Kitty? Nee, nicht Hello Kitty. Little City. Zu Little City, Big City. Nee. Little Kitty, Big City. Jetzt haben wir's. Dankeschön. Fürs dabei gewesen sein. Bis zum nächsten Mal. Und ansonsten noch einen angenehmen Tag. Ö mit Ö, V mit V. Und wie immer. Bye bye.